So, ich würde sagen, wir starten, oder? Punkt 10. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass so viele da sind, auch digital, online und vor Ort. Zu meiner Erkenntnis aus meiner Masterthesis. Ich habe ein bisschen was dabei. Ich berichte euch so ein bisschen, wie es mir als Studierende ging, während der Phase, wo Tools auf den Markt kommen, die den Prozess des Schreibens vereinfachen, verkomplizieren, weil eine Hochschule nicht weiß, wie gehen wir damit um. Dass auf einmal Studierende Hilfsmittel benutzen können, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Und natürlich hatte ich ein Thema, was ich super spannend fand, A, für meinen Arbeitsalltag und B, natürlich auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die mit mir studiert haben. Das heißt, ich habe E-Education studiert, digitales Lehren und Lernen an der Uni Krems in Österreich. Und ich wollte für mich ein Thema wählen, was ich dann auch in meinem Arbeitsalltag einsetzen kann. Und ich liebe eigentlich meinen Job über alles und war etwas überrascht davon, was KI vielleicht gerade im Bereich Lerndesign Entwicklung tun kann. Und es war so ein bisschen der Selbstversuch, ob ich hinterher vielleicht noch einen Job habe oder auch nicht. Und ob die KI natürlich das in meinen Augen so gut machen kann, wie ich das kann. Und natürlich zählt zu jeder wissenschaftlichen Arbeit ein Theorieteil und ein Praxisteil. Und da möchte ich euch heute ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Ich möchte aber jetzt nicht euch nochmal meine Defensio vorstellen, wo ihr danach kritische Rückfragen stellen dürft, sondern gerne jederzeit zwischendrin schon mit rein. Wir haben hier den Sprechwürfel oder digital auch gerne die Hand heben und mit rein in die Diskussion. Ich habe ein paar Erkenntnisse dabei. Gefühlt sind sie schon wieder alt, obwohl ich erst im März abgegeben habe. Aber es hat sich doch ein bisschen was schon getan. Und was habe ich euch denn heute so mitgebracht? Natürlich musste ich mir eine Forschungsfrage überlegen. Natürlich musste ich mir überlegen, warum ist dieses Thema für uns in unserem Bereich relevant? Und natürlich, wenn ich Trainerin, Beraterin, Coach bin, ich entwickle super viele Lerndesigns. Natürlich für jeden meiner Kunden passt genau individuell, zielgruppengerecht und nicht, was es so alles gibt. Und das war natürlich auch im Studium ein wichtiges Thema für die Kolleginnen und Kollegen, zu sagen, wie entwickle ich überhaupt Lernformate, die lernergebnisorientiert sind und vielleicht auch meine Zielgruppe abholen. Plus, als dann irgendwann mal so ChatGPT und Copilot und wie sie nicht alle heißen, so in den Markt getreten sind, wie verändert das auf einmal auch unseren Bereich der Wissensarbeit? Und vorher, glaube ich, haben viele von uns gedacht, naja, Robotik, das ist was für Produktion, das ist was für andere Fachbereiche und ich mit meinem Köpfchen da oben, ich bin safe, mich braucht es immer und überall. Und dann kam irgendwie so die Keule und vielleicht da eine kleine Anekdote. Wir hatten dann einen etwas älteren Kommilitonen dabei, der musste dann zwischendrin immer seine Herztabletten nehmen, weil sein Puls so gerast ist über das, was uns in Zukunft vielleicht erwartet. Und wir mussten dann immer mit ihm ein kurzes Päuschen zum Durchatmen machen, weil er gedacht hat, oh Gott, was kommt da jetzt die letzten Berufsjahre noch auf mich zu? Und so habe ich für mich das Thema gedacht, wie kann ich denn die KI in der Wissensarbeit mit einem Kernthema meines beruflichen Alltags verbinden? Und daraus hat sich dann die Forschungsfrage entwickelt, inwieweit denn ChatGPT für die Entwicklung von lernendenzentrierten und lernergebnisorientierten Lerndesigns im Corporate Learning geeignet ist. Also klarer Fokus auf Corporate Learning, klarer Fokus auf ein Tool und klarer Fokus auf Lernendenzentrierung und Lernergebnisorientierung, weil ich wollte natürlich herausfinden, ob wir mit Hilfe der Prompts, die wir eingeben, eine Qualität auch kommt. Also ich glaube, dass ChatGPT uns auf fast alles eine Antwort gibt, ist uns klar, aber ob die Antwort gut ist und hilfreich ist für unseren Arbeitsalltag, das wollte ich dann in meiner Forschung herausfinden. Und ich glaube, nur für euch so als Background, spannende Theorien, die wir, glaube ich, alle kennen, Instructional Design, Lernendenzentrierung, Lernergebnisorientierung. Das waren so meine theoretischen Modelle, auf die ich mich berufen habe. Also wie komme ich zu einem guten Lerndesign? Wie analysiere ich meine Zielgruppe? Wie gestalte ich das Lerndesign? Wie verprobe ich es? Wie implementiere ich es? Und wie evaluiere ich es? Und ich habe mich aber bewusst auf diesen Planungsprozess fokussiert. Denn so eine Masterarbeit, hat man mir gesagt, kann nur so ein kleines Fitzelchen immer erforschen, sonst wird das alles viel zu groß. Und ich habe mich bewusst für diesen Planungsprozess entschieden. Sprich, also in meinem Fall, ein Kunde kommt auf mich zu, hätte gern irgendwie ein Lernkonzept, weiß vielleicht selber nicht so genau, was er will, für wen er das will, was er damit erreichen will.
Und da eben zu gucken, wie können wir es für die Lernenden so gestalten, dass es zu denen passt, plus natürlich auch die Lernergebnisse berücksichtigen und dass die Aktivitäten, die wir planen, zu dem passen, was erreicht werden soll und vielleicht dann auch zu dem, falls irgendwo eine Prüfung oder eine Lernerfolgskontrolle am Ende steht, dass das auch irgendwie stringent ist. Und natürlich die andere Seite war dann, intelligente Maschinen dringen in meinen Arbeitsbereich vor. Auch ich, Wissensarbeiterin, bin davon betroffen, dass es auf einmal Tools gibt, die mich unterstützen, die meinen Job erledigen können. Und dementsprechend habe ich mich da dann natürlich auf generative KI gestützt und mich bewusst auf ChatGPT fokussiert, weil es schwierig gewesen wäre, sonst diese diversen Modelle auch noch zu vergleichen, um mit meinen Bandinnen dann irgendwas zu finden, worauf wir uns einigen. Deshalb habe ich gesagt, okay, meine Zielgruppe, meine Trainerkollegen, die dürfen sich mit ChatGPT auseinandersetzen, ein Modell, eine Funktion. Und wir haben dann so ein bisschen auch den Vergleich. Plus, ich habe gehofft, dass die, die an der Untersuchung teilnehmen, schon ein paar zumindest einen Account haben und wissen, worauf wir uns da einlassen. Und da war ChatGPT einfach in aller Munde. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich diverse Tools und Optionen links und rechts. Aber um uns zu fokussieren in der Arbeit, eben ChatGPT. Und natürlich, wir alle wissen, Produktivität steigend, aber halluzinierend. Da waren wir dann in der Forschung gespannt, was kommt denn so an Halluzinationen? Welche Bias werden vielleicht aufkommen, wenn wir uns eine Lernerpersona generieren? Was sind vielleicht, wenn wir Abkürzungen verwenden, super tolle Erklärungen für Begriffe, die wir gar nicht gemeint haben? Also das war dann super spannend und natürlich habe ich dann für mich geguckt, ausgehend von einem aktuellen Forschungsbericht, zu gucken, wie können Mensch und Maschine zusammenarbeiten? Funktioniert das? Oder ist es eher so, die Maschine übernimmt für mich komplett alles in diesem Prozessschritt? Oder ist es so ein Zusammenspiel? Und da war ich dann gespannt, welche Rollen der Mensch übernimmt, welche Rollen die Maschine übernimmt, wo sind vielleicht Schnittstellen, wo sind vielleicht mal Menschen eher im Korrektiv, wo kann vielleicht aber auch ChatGPT mir Feedback geben zu dem, was ich mir bisher überlegt habe, wenn ich so meine Trainings gestalte. Und das war so die spannende Herausforderung. Jetzt kommt eine sehr hässliche Folie, aber sie zeigt es auf einen Blick, was ich versucht habe, mit meinen Forschungsteilnehmern dann herauszufinden. Also ich habe überlegt, welche Aufgaben kann ChatGPT im Prozess übernehmen und welche Aufgaben übernehme ich als Mensch und welche Aufgabe und Rolle übernimmt derjenige. Und ich bin so gestartet, dass im ersten Moment, wenn es darum geht, dieses Training zu designen, ich erstmal die Wissenshoheit habe, weil der Kunde zu mir kommt oder mein Fachbereich und sagt, hey, ich hätte ein Training für die und die Zielgruppe zu dem und dem Thema. Und aber in dem Prozessschritt mir schon ChatGPT mit der Frage, was fehlt denn noch an Infos oder welche blinden Flecken habe ich, mir schon auch mein Sparringspartner sein kann, wo ich vielleicht selber so gar nicht drauf gucke, an vielleicht, was der Zielgruppe noch wichtig sein könnte. Oder habe ich an die Rahmenbedingungen gedacht, ans Budget oder wie auch immer. Also zu sagen, auch hier starte ich zwar mit dem Prozess, ich habe vielleicht mit meinem Auftraggeber geklärt, worum geht, aber ChatGPT unterstützt hier schon als Sparringspartner, dass wir mal gucken, wo sind blinde Flecken. Bei den nächsten Schritten für die Lernergebnisse und für die Definition der Zielgruppe habe ich mich erstmal auf ChatGPT verlassen und über Promptings versucht, mit meinen Forschungsprobandinnen herauszufinden, ob ChatGPT uns Lernergebnisse formulieren kann, die unseren wissenschaftlichen Kriterien entsprechen, und ob ChatGPT eine Lernerpersona generieren kann oder verschiedene Lernerpersonas generieren kann, die sich dann der Kollege auch vorstellen könnte, dass die wirklich dann auch in der Schulung, im Training, in dem Lernformat sitzen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen und der Zielgruppe durfte ChatGPT dann für uns kreativ werden und Lernaktivitäten und passende Bewertungsaufgaben erarbeiten. Und die Kollegin und ich waren da eher so im Überprüfen, Kontrollinstanz, Sparringspartner. Wären das jetzt Methoden beispielsweise, die wir auch gewählt hätten? Ist es für uns logisch nachvollziehbar? Ist es, wenn ich sage, ich möchte ein Tagesseminar planen, von den Zeiten her realistisch? Also wir haben erstmal in den Bereichen dann ChatGPT die gedankliche Hoheit gegeben und dann als Kontrollinstanz eingegriffen. Das war so der
Einschwung so von der Theorie, von meinem Forschungsvorgehen, von den Fragen, die mich beschäftigt haben. Und ich würde vielleicht noch kurz erklären, wie ich dann vorgegangen bin und dann dürft ihr gerne mit zu überlegen, war das logisch durchdacht? Hättet ihr es anders gemacht? Wärt ihr zu ähnlichen Dingen gekommen? Für viele meiner Kollegen, die ich dann so gefragt habe, oh, wollt ihr da mitmachen? Erstmal so, ja, einerseits total cool, aber andererseits, boah, das betrifft jetzt so ein Kernthema von mir, von meinem Job. Das schwang so bei vielen mit, diese Faszination, was geht da, was kann das Tool, aber auch, wie betrifft es mich jetzt wirklich in meinem Arbeitsalltag und kann ich mich dann darauf einlassen? Und dieses, möchte ich mich darauf einlassen, war bei vielen Interviews, die ich dann geführt habe, so auch mit drin. Also so dieses faszinierend, aber auf der anderen Seite auch erschreckende, oh Gott, was passiert jetzt mit mir und meinem Job? Und deshalb habe ich das immer so mitgeschwungen, ist es Ersatz, Ergänzung? Und wie offen und ehrlich waren wir oder wie kritisch waren wir dem Tool gegenüber, weil wir gedacht haben, natürlich können wir das immer noch besser. Genau, also ich habe mir dann Qualitätskriterien überlegt, die man erforschen kann und habe dann dementsprechend diese theoretische Fundierung mit Prompts untermauert. Das heißt, ich habe vorher mir Prompts überlegt und es mussten alle Probandinnen die gleichen Prompts verwenden. Einfach damit wir eine Vergleichbarkeit haben, dass die Prozesse gleich ablaufen und dass ich mich natürlich auch im Auswerten etwas leichter tue, weil es dann sehr stringent abgelaufen ist. Und ich habe dann problemzentrierte Interviews mit Kolleginnen aus unterschiedlichen Fachbereichen geführt. Wir waren sogar international. Wir hatten Österreich, Deutschland und die Schweiz dabei. Wir hatten Pflegeberufe dabei. Wir hatten Hochschuldidaktiker dabei. Wir hatten Coaches für Führungskräfte dabei. Es waren selbst Freiberufler dabei. Es waren festangestellte Trainer. Wir hatten Männlein, Weiblein. Verschiedene Altersgruppen und die Kolleginnen und Kollegen haben quasi mit mir dann live gepromptet und haben dann in diesen Interviews ihren Senf dazu gegeben, wie hilfreich fanden sie jetzt denn die Aussagen von ChatGPT, könnten sie damit weiterarbeiten, ist es fachlich korrekt, wie würden sie das jetzt auch emotional betrachten, wenn so eine Antwort in 2 Minuten kommt und sie sich denken, boah, dafür wäre ich jetzt aber ewig lang gesessen. Und ich habe dann natürlich geguckt, ob die Kriterien, die ich mir vorher überlegt habe, ist es lernenzentriert, sind die Lernergebnisse nach der Bloom'schen Taxonomie formuliert, solche Geschichten passt es auch und erfüllen die Antworten von ChatGPT diesen Qualitätskriterien aus Sicht von meinen Trainerkolleginnen. Das war so mein Forschungsvorgehen. Ich öffne mal den Raum, ob es irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Ideen, Ergänzungen gibt. Ich versuche zu werfen. Jochen, bitte vielleicht mal. Perfekt. Ja, ich wollte fragen, also wie viele Interviews hast du durchgeführt? Also was ist so die Also ich habe 7 Quantität? Interviews geführt, einfach aufgrund der Zeit, die Ja. man für so eine Masterthesis hat, war es nicht mehr möglich. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich nach 5 bis 6 Interviews die Antworten schon auch sehr geähnelt Ja. haben. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, irgendwie kommen relativ ähnliche Antworten und Anmerkungen zu den verschiedensten Bereichen. Aber es waren 7 Stück. Okay, und also in den Interviews habe ich richtig verstanden, hast du auf der Folie vorher hast du diesen Ablauf vorgestellt, hast du mit jedem Interviewpartner, Partnerin, bist du dann die verschiedenen Genau. Phasen durchgegangen. Genau, also die Interviewpartner mussten sich vorbereiten, dass sie einen Use Case mitbringen, sprich, sie sind jetzt der Learning Designer und wollen für einen konkreten Fall jetzt ein Training konzipieren. Das heißt, sie mussten diese Vorarbeit mitbringen, den Role Prompt und danach habe ich mit ihnen gemeinsam die Lernergebnisse gepromptet, Lernerpersonas, aber sie mussten sich einen Case mitbringen, dass wir sagen, hey, wir können jetzt nicht einfach völlig frei einfach mal prompten, sondern auch, dass die Kolleginnen die Sicherheit hatten, dass sie zu dem Fachthema auch Stellung nehmen können und sagen, das macht Sinn, macht weniger Sinn. Oh, jetzt soll ich. Oh, jetzt. Achtung. Olli, Achtung. Ja, Vier mal sechs. Ich hätte mal eine Frage. Jetzt hast du ja sozusagen eine menschliche Verifikation der ersten Vorschläge gemacht. Hast du das dann auch mal von der KI sich selber verifizieren lassen? Und was kam daraus, wenn ja?
Ich habe es nicht gemacht. Ich war an dem Schritt, Gott sei Dank für meine Forschung, dann erstmal am Ende zu sagen, was sagen die Menschen dazu. Also zu gucken, wie verändert es auch meinen Job, wie verändert es die Auswirkungen und die Maschine dann in dem Fall einfach, weil wir auch schon festgestellt haben in den Interviews, die Interviews haben über eine Stunde schon gedauert, bis sie gepromptet haben, bis sie sich da reingedacht haben. Wenn ich jetzt dann noch Feedbackschleifen gegeben hätte und nochmal verifiziert, waren die Leute auch geistig am Ende dann in der Kundenstunde. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Na klar. Wie war das jetzt? Ach, cool. Das sind meine Herztabletten, mein Puls ist auf 60. Gut. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann habt ihr euch im Rahmen der Auseinandersetzung über einzelne Prompts dem Thema genähert. Es wäre ja vielleicht auch eine Idee zu sagen, ich bin jetzt Learning Designer und entwickle ein GPT, das mich schreibe von einer rudimentären Angabe im Sinne von, ich brauche ein Training für 20 Menschen und die sollen SAP-Reisekostenrechnung bearbeiten, zu einem kompletten Konzept führt, im Sinne von, okay, wir brauchen Lernziele. Genau. Was genau sollen die lernen? Wir brauchen einen Lehrplan, wir brauchen ein Lernformat. Also, dass ich im Prinzip über ein GPT schrittweise zu dem Ergebnis komme. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht die Intention. Es war nicht die Intention, weil zu dem Zeitpunkt das Thema eigene GPTs bauen noch nicht aktuell war. Es ist aber, du nimmst quasi meinen Ausblick, mein Fazit vorweg. Das wäre quasi von vielen der Wunsch gewesen, nachdem wir festgestellt haben, dass die Prozessschritte funktionieren. Daraus ein GPT zu bauen, der genau diese Fragen mit mir abarbeitet, wenn ich vielleicht noch unerfahren bin und sage, boah, neues Thema oder vielleicht Berufsanfänger, daraus einen GPT abzuleiten, der diese Schritte mit mir durchgeht, weil es durchaus machbar ist, gemeinsam mit ChatGPT jetzt in dem Fall ein Trainingsdesign zu entwickeln. Ja, das wäre quasi der Ausdruck. Ich packe mein Konzept im Prinzip in einzelne Arbeitsschritte und das GPT führt mich zum fertigen Konzept, in dem ich interagiere und dann irgendwann sage, okay, Lernziele fertig, ich gehe zum nächsten Punkt. Genau. Okay, das habe ich auch spontan gedacht, das wäre so der nächste Entwicklungsschritt eigentlich, dass ich weggehe von einzelnen Prompts. Genau, also das war Fazit und Ausblick plus für viele war es faszinierend, obwohl die mit mir zum Teil studiert haben, diese Schritte sich auch nochmal bewusst zu machen. Ja, also die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die nicht mit mir im Studiengang waren und als ich mich gefragt habe, wie entwickelt ihr denn eure Trainings, dann sagen die, ja, das mache ich halt einfach. Ich habe da Erfahrung, natürlich weiß ich, wer da sitzt und natürlich gucke ich drauf, wer da vor mir sitzt und natürlich mache ich Methoden. Aber nochmal auch da mit denen reinzugehen, wenn ihr mir das jetzt verbalisieren müsstet, welche Schritte ihr tut, ist es bei vielen so gewesen, dass sie gar nicht wussten, was sie explizit tun. Und das war dann auch so ein Thema, um diesen GPT zu bauen, nochmal herauszufinden, sind die Schritte, die wir da tun, wirklich auch die, die die Praktiker tun. Und das war erstaunlicherweise sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch noch eine Frage. Klar. Hast du denn auch KI genutzt für deine Abschlussarbeit? Weil ich weiß noch, Interviews transkribieren war so meine Hassaufgabe. Also hast du dann auch für dich Speech-to-Text oder so verwendet und dir auch die Arbeit so ein bisschen erleichtert? Also wenn ich jetzt hier mal im geschützten Raum plaudere aus der Studentinnen-Sicht, ich habe über Teams aufgenommen und habe dann einfach diese Transkripte genommen, die Teams mir sofort mitgeneriert hat. Ich musste dann nur im Transkript ChatGPT als Wort suchen und ersetzen, weil ChatGPT das Wort kannte Teams nicht, aber das kam natürlich ziemlich häufig vor. Und ich habe dann über MaxQDA die Interviews zwar ausgewertet, aber ich habe natürlich auch ChatGPT dann meine Auswertungen gegeben und gesagt, hey, fass mir die mal zusammen, welche Tendenzen erkennst du? Natürlich, es war ein schmaler Grat, weil die Hochschule sich selber nicht einig war, ab wo fängt das zu leicht machen an. Transkribieren ist mittlerweile, also war offiziell erlaubt, dass das auch ein Tool tut. Das andere war so semi erlaubt, aber es war natürlich schwierig, wenn ich mit den Tools arbeite und die für meine Forschung nutze, sie dann für meinen Use Case nicht zu nutzen. Das war irgendwie so
schwierig abzugrenzen. Und die Hochschule hat sich dann wahrscheinlich bei einer Kollegin, die hat ähnlich geforscht, gemeint, berichtet uns im Nachgang offen und ehrlich, es wird nicht in die Bewertung einfließen, aber dann haben die einfach auch ein Gespür, wie weit sind die Tools und was könnt ihr damit tun und wie können wir es auch einsetzen, um danach klare Regeln zu haben. Aber es ist natürlich sehr verlockend, wenn ich sehe, der spuckt mir eine Lernerpersona aus, der spuckt mir das aus, nicht zu sagen, schreib mir doch mal einen Einleitungstext für Kapitel XY oder fass mir meine Aussagen zusammen. Und es war aber auf jeden Fall immer so, ich habe überall nochmal drüber geguckt, nichts 1:1 übernommen, da schon. Aber es ist super verlockend, definitiv. Also die Optionen sind da und es ist schwierig, dann selber die Finger davon zu lassen, wenn... Vielleicht noch eine spontane Ergänzung. Ja. Eine Masterarbeit ist ja nichts anderes als ein Case. Also ich kann auch für die Masterarbeit ein GPT entwickeln, das mich schrittweise vom Exposé zur Masterarbeit führt. Und da ist Speech-to-Text eigentlich nur so eine kleine Baustein drin. Und das unterschätzen viele noch. Die denken so an Texte, die man generieren kann, Kapitel, die man schreiben lassen kann. Und dieser ganze Prozess besteht aus 20 Einzelaufgaben einer Masterarbeit. Mhm. Und dafür ChatGPT zu nutzen und andere KI, das ist eigentlich viel spannender als diese kleinen Bausteinchen im Sinne von schreibe mir ein Kapitel oder so etwas. Das finde ich eigentlich eher lachhaft. Da geht es um Effizienz oder so. Ja. Aber Punkt. Ich glaube, ich würde erst online und dann hier vorne mal rumwerfen den Würfel. Sibylle. Ja, super, danke. Grüße aus der Südpfalz. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, wunderbar. Prima. Okay, genau. Mich hat jetzt nur noch mal interessiert, weil du ja von verschiedenen KIs auch gesprochen hast und Tools, hast jetzt aber hauptsächlich ChatGPT verwendet, richtig? Den Anfang habe ich nicht ganz, okay. Weil ja auch bei MOOC Thema war von Perplexity. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein Tool, was auch Quellen mit rausgibt. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Würde mich interessieren, ob du da Erfahrungen mit hast oder generell, ob an der Uni oder auch in der Wissenschaft das schon genutzt wird. Wie ist da der Stand? Also ich habe in der Forschung bewusst ChatGPT genommen, weil wir keine Quellen, weil wir nichts Wissenschaftliches in dieser Forschungsrunde erarbeiten wollten, Lernerpersona oder Lernergebnisse formulieren. Ich habe dann eher für mich Site-AI, ich kann es dann auch gerne in den Chat schreiben, benutzt, weil ich da wissenschaftliche Papers bekomme zu einer Frage und kann dann diese Papers auch nochmal mir angucken und überlegen, passen die zu der Fragestellung, wo fokussiere ich mich auch mit der Forschung. Perplexity war dann so ein bisschen das für die schnelle Recherche, aber Site-AI hat mir da super viel geholfen, wenn ich wirklich auch noch Papers und Literatur gebraucht habe, die wissenschaftlich anerkannt und fundiert ist. Super, danke. Marina, dann machen wir, glaube ich, erst dich online noch und dann hüpfe ich hier mit dem Würfel wieder rum. Ja, tatsächlich. Also ich habe eigentlich eher eine organisatorische Frage, weil die Präsi ist ja noch nicht durch, oder? Mich würden tatsächlich deine Ergebnisse interessieren, bevor wir jetzt in die Diskussion absteigen. Da hüpfe ich gleich rein, ja. Habt ihr noch Ergänzungen, dann gerne her? Ich hätte noch eine Frage, und zwar zur Qualität. Du hast ja gesagt, was dir dann auch schon die... Man hört dich hier nicht so richtig. In die 6 rein. Nee, ich glaube, das ist der falsche. Oh, wir haben den falschen Würfel, sorry. Danke für den Hinweis. Ja, der ist jetzt auch deutlich schwerer. genau, ich hätte eine Frage zur Qualität. Und zwar hast du ja gesagt, du hast dir nochmal so die Interviews zusammenfassen lassen. Und da würde mich interessieren, wie gut du damit arbeiten konntest. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich so Interviews mit Teilnehmenden führe und mir die dann zusammenfassen lasse, dann ja, habe ich schon irgendwie, okay, es hilft mir, so die Themen zu sehen, die besprochen wurden, aber so ein Interview, das erlebt ja auch von diesem, was noch so dazwischen steckt, das, was ich auch mit meiner Expertise noch interpretieren kann. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie konntest du damit weiterarbeiten? Also ich konnte damit weiterarbeiten, aber nur deshalb, weil ich zwischen jedem Interview mir selber schon mal kurz so Gedanken, wie du sagst, was ist da mitgeschwungen, was waren da vielleicht schon für erste Ideen, dass ich mir die schon mal festgehalten habe, damit es nicht so ein großes Band an Interviewtexten wird. Aber so waren die Zusammenfassungen sehr nah an dem, was auch noch im Interview drin war. Und also ich konnte damit gut weiterarbeiten. Dann schauen wir mal auf die Ergebnisse, würde ich sagen. Oder was habe ich noch so erforscht? Ich habe euch hier noch vielleicht... Lasst uns da mal reingucken. Ja.
Also so sahen dann quasi diese klassischen Prompts aus, die ich mit meinen Probandinnen durchgeführt habe. Die mussten quasi diese eckigen Klammern immer auf ihren Kontext übertragen, dass wir einfach einen konkreten Use Case hatten. Hier ging es dann zum Beispiel um die Lernerpersona. Das heißt, was die Kolleginnen beispielsweise schon von sich aus preisgeben wollten. Wir hatten aber auch genau Kollegen, die gesagt haben, ich lasse es mal sehr offen und bin gespannt, was liefert mir ChatGPT, wenn ich einfach schreibe, Führungskräfte. Da muss ich sagen, bei diesen Personas waren wir doch sehr stereotyp unterwegs. Also Führungskraft war klassisch männlich, Mitarbeiterin war dann klassisch weiblich. Ich hatte leider auch Branchen dabei, wo das wirklich Realität ist, wo die gesagt haben, ja, also es trifft leider genau das, wie es ist. Oder auch dann in der Pflege, da hatten wir dann halt eher die ausländischen Namen, die umschulen und so. Die Realität hat es wiedergespiegelt, aber man hat schon gemerkt, es ist in dem Fall doch sehr stereotyp, aber bei der einen oder anderen Kollegin leider noch sehr zutreffend. Dann haben wir Lernergebnisse formuliert und ich habe natürlich immer meinen Damen und Herren dann abgeprüft, ist das Wissen, so wie sie es auch verstanden haben, korrekt. Gerade bei Abkürzungen haben wir uns festgestellt, da hat sich ChatGPT oft sehr lustige Dinge überlegt, wovon wir sprechen. Auch manchmal ein bisschen halluziniert, was gerade Zeiten und wie lange so eine Übung dauert. Also auch da war so ein bisschen sehr viel in einem Tag möglich. Und natürlich, wir hatten die Bias drin, gerade bei der Lernerpersona. Und das war dann so meine Ausgangsthese oder mein Fazit. Wir haben wirklich sehr detaillierte Prompts gebraucht mit vielen Kontextinformationen, um dann die Lerndesigns zu entwickeln. Es hätte auch nicht funktioniert, einen riesen Prompt zu schreiben und zu sagen, let's go, let's do it, sondern es war wirklich wichtig, Schritt für Schritt abzuarbeiten und dann mit einem guten Ergebnis in den nächsten Schritt zu gehen. Also wir waren da doch sehr kleinteilig unterwegs. Und meinen Kommilitonen war nicht bewusst, dass sie mehr in den Dialog gehen müssen und dass es kein Ein- und Ausgabemechanismus mehr ist, sondern dass sie wirklich mit dem Tool sprechen müssen, auch Feedback geben dürfen, wenn es jetzt nicht so gut war. Da waren manche sehr zurückhaltend und haben gesagt, naja, wenn die Maschine das sagt, das wird schon passen. Ich würde es jetzt dann vielleicht alleine weitermachen. Aber ich sage, du kannst doch jetzt auch zurückmelden, hey, vielleicht noch mal eine Persona anders. Nee, weiß ich nicht. Und dann wird das ja alles so kompliziert und diffus. Also die waren da noch sehr zurückhaltend und waren aber trotzdem fasziniert, wie viel und wie schnell dann schon für einen Prompt auch ein Ergebnis kam. Und mein Ausblick, ja, von Marina. Marina, gerne. Gut, dass wir hier so aufmerksam sind. Danke. Und zwar frage ich mich, weil ich probiere das ja auch seit dem MOOC Schritt für Schritt zu machen, aber ich habe das Gefühl, wenn man das so macht, dann verliert ChatGPT bzw. Copilot einfach irgendwann den Faden und setzt nicht wie so eine Person, mit der man redet, wirklich immer daran an, was besprochen wurde, sondern fängt dann irgendwie mit was Neuem an. Also der Kontext wird nicht so exakt berücksichtigt. Wie seid ihr damit umgegangen? Also bei uns wurde der Kontext berücksichtigt. Ich habe aber auch immer wieder in die Prompts, wenn es wichtige Punkte waren, die unbedingt berücksichtigt werden, mussten wir auch nochmal in jedem Prompt dann explizit reinschreiben lassen und nicht nur sagen, beziehe dich auf den Kontext von vorher, sondern wirklich nochmal sagen, wenn euch irgendwas besonders wichtig ist, dann schreibt es ruhig mehrfach. Und dann waren wir sehr lange in diesen Prompts immer im Kontext und manchmal war es dann sogar für den einen oder anderen zu sehr im Kontext und zu wenig out of the box gedacht. Das heißt, ihr habt dann sozusagen die Ergebnisse, die ChatGPT geliefert hat, die gepasst haben, einfach nochmal in den Prompt reingeschrieben und gesagt, okay, die und die Sachen finde ich gut und das würde ich gerne jetzt machen. Genau, also bezieh dich auf die Lernerpersonas, die du generiert hast, verwende die Lernergebnisse 1 bis 3. Also so genau haben wir es dann gemacht. Aber wir haben natürlich nie die perfekte Ausgabe gehabt. Also es war immer so, jeder hätte nochmal eine Schleife gedreht und was angepasst. Aber aufgrund, dass ich ja mit meinen Interviews durchkommen musste, habe ich gesagt, da müssen wir jetzt vielleicht den einen oder anderen Qualitätsverlust hinnehmen. Aber es war trotzdem auch mit diesen halb guten Antworten noch möglich, dass wir darauf aufbauen konnten für den nächsten Prozessschritt. Anmerkung zum Copilot. Anmerkung, Copilot vergisst tatsächlich. Die haben irgendwie nur, weiß ich nicht, 3000 Wörter oder sowas und den Rest schneiden sie weg. So, und das ist dann vergessen. Und das heißt,
wenn du dich dann da auf was beziehst oder glaubst, dass es Copilot sich jetzt auch drauf beziehen könnte, weil ihr hattet das ja schon, dann hat das Copilot nicht mehr in seiner Erinnerung und dann verfälscht es das Ergebnis. Bei ChatGPT weiß ich es nicht, aber Copilot ist dort eingeschränkt. Das heißt, von der Historie nach oben hin guckt es sich nur die 3000 letzten Worte an? Ja, also verlass dich auf jeden Fall nicht drauf, dass der die ganze Historie immer mitschleppt. Ein Kollege hat es mir letztens erklärt, ich habe es fast verstanden, ich kann es aber nicht wiedergeben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er dann irgendwann anfängt zu vergessen, weil er nicht immer den ganzen Kontext wieder mitbearbeitet. Und dann musst du es, glaube ich, so machen, wie du gerade gesagt hast, du musst deinen Kontext wieder mitgeben, den Absatz XY, bla bla bla, fand ich nicht so gut, könntest du nochmal neu formulieren, dann funktioniert es auch im Copilot. Mhm. Ich habe eine Frage noch. Also, gern. Mit der Höflichkeit, habt ihr da Unterschiede gemacht? Ich gebe immer bitte ein, könntest du bitte? Ich fühle mich ein bisschen doof, aber eigentlich finde ich so grundsätzlich eine, gibt es da Unterschiede? Hat da jemand Unterschiede schon mal festgestellt, wenn man das Ding anflaumt, ob es da andere Ergebnisse gibt, als wenn man bitte und danke sagt? Oder ist das Belohnungen tatsächlich? Belohnungen? Wenn du sagst, der kriegt dann eine bessere Note. Okay. Ja. Andere Leute. Eben online noch ein. Vielleicht fragst du mal, ich weiß nicht. Ich glaube, online war noch kurz eine Hand oben, falls die sich noch gerne entstummen mag, dann gerne. Ich bin nicht gestummt, aber egal. Ich wollte bloß noch sagen, ChatGPT kann sich erstaunliche Mengen Kontext merken. Was halt da wichtig ist, ist, dass man praktisch auch die Ergebnisse, die kommen, vielleicht auch nachkorrigiert. Man kann ja auch immer die alten Chat-Eingaben, wenn die ein falsches Ergebnis geliefert haben, nochmal nachkorrigieren und sich diesen Eintrag nochmal neu generieren lassen, sodass halt keine falschen Sachen in dem Kontext drinstehen. Weil das, also sonst wird es schwer für die Maschine, das wirklich auseinanderzuhalten. Und dann, weil es gerade erwähnt wurde, Thema Höflichkeit und sowas. Also ich habe mir angewöhnt, einfach höflich zu sein zu der Maschine, weil ich selber einfach damit meinen Umgangston praktisch bestimme. Und ich möchte einfach mit anderen Daseinsformen irgendwie so umgehen, wie ich das halt für schön halte. Und da möchte ich mich nicht irgendwie verbiegen sozusagen dadurch, dass ich jetzt denke, okay, das ist jetzt eine Maschine, das ist... Da kann ich grob behandeln oder sowas, da mache ich bloß mein eigenes Ding kaputt sozusagen, das ich mir bewahren will. Ich bleibe höflich. Ja. Danke. Also ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, dass die generative KI auch ihr Kommunikationsverhalten im Sinne der höflichen Kommunikation darauf lernt und die Antworten entsprechend höflich formuliert. Also das soll wohl auch funktionieren und hilfreich sein. Aber ich muss nochmal zurückspringen, zum einen zu der Antwort von gerade aus dem Online und zu dir vorhin zum Thema iterativen Herangehen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Thema Toyota Coaching Cutter. Das basiert auf 5 Fragen und ich kann halt vielleicht einen Prompt noch nicht mit all diesen konkreten Rahmenbedingungen formulieren, die mir bewusst werden, wenn ich in eine iterative Kommunikation gehe. Und vielleicht ist sind diese 5 Fragen für den einen oder anderen interessant zum Thema Prompting, Entwicklung und Kommunikation, weil dort auch immer wieder auf Basis der Antwort eine neue Knowledge Base, ein Baselining erfolgt. Und mit dem neuen Knowledge kann ich dann wieder meine nächste Frage oder die Rahmenbedingungen besser konkretisieren und entwickle mich dadurch halt immer näher an eine gute Lösung heran. Vielleicht ist das Thema für den einen oder anderen interessant. Cooler Hinweis, danke dir. Ich würde vielleicht noch mein Fazit mit auf den Weg geben, dass ihr zumindest wisst, was am Ende dabei so grob rauskam. Jochen hat ja schon einen Punkt erwähnt. Was war mein Fazit zum Schluss? Wir haben ChatGPT in verschiedenen Rollen als Unterstützung gesehen. Ich hatte nur einen Kollegen, der gemeint hat, naja, wären wir jetzt in dem vielleicht etwas autoritäreren, totalitäreren Staat unterwegs, würde wahrscheinlich das Tool alles machen und wir bräuchten uns nicht mehr. Die meisten Kolleginnen waren der Meinung, es kann uns zwar als Analytiker unterstützen, Profiler, Berater, Feedbackgeber, Entwickler von Ideen, Kreativassistent, und jeder hat für sich so festgestellt, man überlässt eher die Aufgaben, die man selber ungern macht, dem Tool.
und sagt, oh, jetzt so Lernergebnisse formulieren ist jetzt vielleicht nicht so mein Highlight in dem Prozess, da darf das Tool gerne unterstützen. Die wenigsten waren davon begeistert, dass dieser kreative Part übernommen wird, so dieses Methoden generieren, eine Struktur entwickeln, das Setting so aufnehmen. Da hat ChatGPT zum Teil doch kreative Lösungen vorgeschlagen, aber da haben die Kolleginnen dann sich auch getraut, bewusst danach zu prompten, zu sagen, hey, das ist mir jetzt zu Mainstream oder das ist eine Gruppenarbeit, ja Wahnsinn, da wäre ich von alleine nie drauf gekommen, magst du nicht doch mal ein bisschen kreativer werden? Beim einen oder anderen waren ein paar digitale Hürden noch schon alleine mit, oh Gott, wie melde ich mich da an und was mache ich da jetzt und was ist, wenn das Tool mal kurz wegknickt, wie gehe ich damit um? Also diese digitalen Fähigkeiten, ich glaube, das haben auch dann die ein oder anderen festgestellt, wenn sie bei sich das im Unternehmen einsetzen würden, würde es bei den Learning Designern auf jeden Fall noch Nachholbedarf geben. Plus vielleicht wird es auch Sinn machen, einen eigenen GPT, gerade in größeren Unternehmen, der sich aufs eigene Unternehmensbild fokussiert, auf die Werte, auf den Prozess, den man sich schon mal überlegt hat, zu sagen, hey, wir könnten den doch darunter legen, als Unterstützung sehen und uns dabei unterstützen lassen. Viele waren der Meinung, dass wenn es dann natürlich ums eigentliche Training und Durchführen geht, noch der Mensch absolut wichtig ist und es nicht sein kann, dann wäre im Training zu fragen, die Methode funktioniert nicht, lieber ChatGPT, was mache ich denn jetzt? Wir machen jetzt mal 10 Minuten Pause. Ich muss erst ChatGPT fragen, was machen wir denn jetzt, weil die Methode nicht funktioniert, weil die Gruppe damit nicht klarkommt. Aber es war für viele eine Unterstützung, eine Erleichterung, gepaart zwischen Faszination und Erschrecken, was möglich ist. Und so hat sich meine Reise da entwickelt und ich wäre super gespannt auf diesen GPT, wenn der denn mal kommt. Und ich glaube, da wäre für viele eine Unterstützung da. Für mich war es nochmal klar zu sehen, was mache ich total gerne an meinem Job und was finde ich auch okay, wenn ich es nicht mehr selber machen müsste. Ich habe aber festgestellt, ich mache ihn immer noch super gerne und ich würde ihn auch gerne noch viele Jahre weitermachen. Und für die Kolleginnen, die im Unternehmen tätig waren, war das auch schon so ein Blick, was soll, muss, darf alles automatisiert werden? Und wo nehme ich vielleicht Menschen auch Herzensaufgaben weg? Und das wäre total schade, wenn auf einmal dieser Sinn nicht mehr da wäre. So viel zu meinen Erkenntnissen. Deshalb gerne jetzt der Raum nach hinten, nach offen. Also erstmal danke für die Vorstellung des Ganzen und die Ergebnisse. Finde ich super spannend. Ich habe viele Dinge, die mir im Kopf umgehen. Aber eine Frage als erstes, in welcher Temperatur war denn ChatGPT unterwegs? Also es gibt ja die Möglichkeit, quasi die Auswahl. Mhm. Also es war noch zu der Zeit, als man einen Basic-Account hatte, wo aber, glaube ich, gar kein 4er Sprachmodell hinterlegt war. Ich wollte auch meinen Probanden nicht zumuten, sich einen Bezahl-Account zuzulegen, weil die haben ja freiwillig mitgemacht. Das heißt, wir haben in der 3-5er-Variante gepromptet. Wenn bei denen das System gestreikt hat, dann sind wir auf meine 4er-Variante in der Bezahlversion, damit einfach das Interview weiterlaufen kann und die Probanden etwas entspannter waren, dass sie nicht mehr prompten mussten und tippen mussten. Also deshalb 3-5er. Mhm. Ja, aber von der Temperatur, man kann ja Temperatur einstellen, ne? Von 0 bis sehr, sehr präzise und klar die Antworten und 1. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Basic geht. Das geht nicht. Okay. Also du hast keine große, also damals hattest du keine große Auswahl in der kostenlosen Version auf. Dann danke. Dann wollte ich noch kurz was erwähnen zu dem Thema Perplexity, weil es aufkam. Man kann ja nicht schon einen Text reinschreiben. Man kann schon in den Text reinschreiben, Temperatur 0 oder Temperatur 1. Aber du bist ja nie ganz sicher, ob das GPT also dann auch richtig umsetzt. Also ich habe es schon mal probiert, es hat funktioniert. Das war dann wirklich zitatmäßig. Sorry. Nochmal ganz kurz zu Perplexity. Die Kombination Perplexity und ChatGPT finde ich mindblowing, wie immer und wie alles, was gerade irgendwie so aus dem Boden sprießt. Gerade wenn es darum geht, Methoden auszuwählen, da ist ChatGPT ja sehr begrenzt. Das kann man sich dann über Perplexity holen, plus kann man abtauchen. Aber,
Und dafür steht Perplexity auch so ein bisschen in der Kritik. Man weiß nicht genau, wie sie die Quellen anzapfen. Und die umgehen auch quasi Quellenschutz etc. Genau. Aber trotzdem, ich halte es für sehr machtvoll, die Kombination von beiden. Und letzte Frage, habt ihr das mal durchsimuliert? Also ich habe verstanden, ihr habt so ein Lerndesign aufgebaut. Dann am Ende, habt ihr das auch mal durchsimuliert mit den Personas, die ihr anfangs vielleicht erstellt habt? Also wir haben nur den Planungsschritt durchgeführt und ich bin natürlich mit den Kolleginnen darauf eingegangen, glaubte, dass es in der Praxis funktionieren würde, ja. Aber für mich war der Schritt dann zu Ende. Wir haben ein fertiges Design und würden jetzt dann den Schritt der Implementierung ja. gehen, aber das war nicht mehr Teil meiner Forschung. Ja. Ich weiß aber von Kolleginnen, die haben sich die Chatverläufe natürlich im Nachgang gespeichert ja. und die verwenden beispielsweise ja. die Personas wirklich jetzt für ihre Trainings oder ja. auch für ihre Kurse, die sie da geben. Also weil da auch nochmal der Hinweis, ich bin ein absoluter Newbie, was das angeht und bin mir da unsicher und habe angefangen mit ChatGPT diese ganzen Lerndesigns also wirklich durchzusimulieren mit den Personas in meinem Chat. Das ist echt spannend. Ich als Newbie werde dadurch auf jeden Fall sicherer. Ja. Guter Tipp. Sophie online gerne. Genau, ich habe mich schon ermutigt. Genau, ich wollte noch was fragen. Du hattest ja vor uns gesagt, dass ihr die Chat-GPTs auch einen quasi Basiswissen geben könnt. Also habt ihr die auch vorkonfiguriert, dass ihr gesagt habt, du nimmst die Rolle ein von der Persona XY und dann darauf basierend reagiert? Ja, ja cool. Also die Probandinnen mussten quasi einen Role-Prompt mitbringen und vorbereiten, in welche Firma sie arbeiten, für welche Zielgruppe wollen sie das grob machen, welche groben Ziele verfolgen sie damit, gibt es irgendwelche Besonderheiten im Unternehmen. Das war quasi die Voraufgabe meiner Interviewpartner, dass die sich einen Use Case mitbringen, mit dem sie auch arbeiten können und wo sie für sich auch bewerten können, ob die Antworten qualitativ gut sind oder weniger brauchbar sind, weil sonst hätte ich das Gefühl gehabt, hieß es so, naja, das klingt ja ganz nett, aber ich kann es gar nicht beurteilen. Deshalb, die mussten sich einen eigenen Use Case mitbringen. Cool. Und habt ihr Erfahrung gemacht, ob das dann einen Unterschied macht, ob man diese Hintergrundinformation, sag ich mal, im Prompt selber macht oder in diesen Konfigurationseinstellungen, die man machen kann bei ChatGPT? Also wir haben es halt immer nur direkt im Prompt gemacht, gar nicht im Account selber, weil ich glaube, das hätte für viele jetzt zu viel Vorbereitungszeit gebraucht. Das war aber wichtig und ich habe festgestellt, ich musste auch immer erst einen Schritt einbauen, ob ChatGPT die Rolle verstanden hat, weil sonst wäre das sofort losgegangen und hätte schon Ideen generiert, die aber nicht meinen Prozessschritten gefolgt wären. Deshalb war immer der wichtige Schritt zu sagen, hast du deine Rolle verstanden? Und als dann diese Zusammenfassung von der Rolle kam, haben wir gesagt, okay, dann können wir jetzt loslegen mit dem ersten Prompt, generiere mir die Lernerpersona. Cool, das ist nochmal ein sehr guter Tipp. Danke. Gerne. Ja, ich habe noch die Frage, sind denn alte oder veraltete Methoden aufgetaucht, wo die Trainerinnen dann gesagt haben, Mensch, wo kommt denn das auf einmal irgendwie wieder her? Weil das haben wir so auch festgestellt gehabt, wenn wir Sachen eingegeben haben, dass wir gemerkt haben, oh, das ist jetzt nicht so das Aktuellste, was du nehmen würdest. Manchmal ja gar nicht schlecht, wenn es wieder hochkam, aber manchmal auch so, okay. Ich würde eher sagen, es war sehr klassisch. Also es war so, das, für viele war es so das kleine Trainer-Einmaleins, was man halt so macht. Und eine Kollegin hat dann gefragt, dürfte ich Ihnen jetzt auch sagen, dass ich gerne in den und der Denkrichtung arbeiten würde? Sag ich, klar, feel free, go for it, dann haben wir ein bisschen Varianz drin. Dann kamen schon auch andere Sachen, aber wenn du einfach nur sagst, erstell mir einen Ablaufplan, dann war das so, ja, schon ein bisschen 0815 von, wir starten mit einer Begrüßung, wir machen dann eine Kennenlernrunde und dann war das sehr klassisch. Aber veraltet oder irgendwie zu sagen, naja, würde ich jetzt so nicht mehr machen, das nicht, aber es war sehr schematisch. Auch ähnlich dann, oder? Also, ja, weil, okay. Ja, wir, es war immer eine Gruppenarbeit drin, es war immer dann irgendwie ein Vortrag drin, es war dann irgendwie immer, es war so eine ähnliche Struktur, du hast halt das Thema so ein bisschen ausgebaut, außer wir hatten auch jemand, der gesagt hat, ich möchte wirklich eine Lernreise bauen, da war es dann schon etwas kreativer von asynchronen Einheiten, synchronen Einheiten, aber so einen klassischen Seminartag, ja, das war. Und wenn die dann so viel nachkorrigiert haben, haben die dann am Ende
wirklich eine Zeitersparnis empfunden? Also hast du das mit denen auch nochmal besprochen? Das haben wir diskutiert und sie haben gesagt, also bei den Schritten wie jetzt Persona, Seminarbeschreibungen, Lernergebnisse, ja, weil das können sie gut für den Kunden oder für die Fachabteilungen verwenden. Mhm. Bei den Methoden haben sie gesagt, da jetzt eigentlich weniger, weil wenn man so seine eigenen Konstrukte hat, ging das schneller, aber es war trotzdem auch mal schön zu sagen, was dann eine Kollegin gesagt hat, ich würde ihm jetzt mal sagen, er soll nicht das und das machen, weil ich das sonst immer mache. Dass man selber auch mal aus seinen eigenen Lieblingsmethoden-GAU rauskommt und sagt, ich mache immer die Kennenlernrunde, schlag mir doch mal was anders vor. Mhm, danke. Ich habe Gerd noch und dann... Hast du irgendwelche Unterschiede feststellen können in also bei den Ergebnissen in Abhängigkeit von den Inhalten und der Art des Themas und Use Cases? Also sagen wir mal, auf der einen Seite so prozedurales How-To-Training oder auf der anderen Seite Soft-Skills-Themen. Haben die Use Cases da Unterschiede gehabt und hast du irgendwelche Ergebnisse feststellen können? Also wir waren halt da bei den Lernergebnissen sehr forsch und haben gesagt, wir wollen die komplette Blum'sche Taxonomie abdecken. So von wir arbeiten wissen bis hin zu, wir können es dann wirklich umsetzen und auch neue Dinge erschaffen. Da war es für viele schwierig zu sagen, naja, eigentlich wäre das jetzt vielleicht eher nur ein How-To gewesen und die nächsten Stufen würde ich so gar nicht machen oder bräuchte ich ganz anders. Also das haben wir gemerkt, wenn wir zu groß denken, auch von dem, was am Ende als Lernergebnis rauskommen soll, dann hat ChatGPT versucht, in einen Tag zu viel reinzupacken, wo du gar nicht hinkriegst. Also deshalb kleiner die Einheiten gewesen wären, umso sinnvoller. Ja, nun kommen wir langsam zum Ende. Ich hatte hier noch eine Online-Frage im Chat, die schon ein bisschen drin war. Wie hieß nochmal das alternative Tool zu Perplexity? War das Side-AI? Ja, ich schreibe es aber auch nochmal in okay. den... Ja, allerletzt... Ja, ja, genau. Weil nämlich mir kam, dass quasi der Umgang mit dem ChatGPT quasi das Lernen selbst ist. Ja. Also dass ich habe gehört, ich lerne quasi, wenn Lernbuch sage ich lerne, wenn ich überhaupt gar nicht weiß, wie Lerndesign geht, mit dem ChatGPT und der Auseinandersetzung, den Inhalt eigentlich. Wäre das nicht eine neue Lernform? Ja, also schon auch, was ich jetzt auch merke für andere Use Cases, zu sagen, wenn du mit ChatGPT oder mit einem KI-Tool arbeiten willst, du musst deine Prozesse wieder verbalisieren können und da mit ChatGPT gemeinsam darauf hinzugehen, was mache ich jetzt eigentlich, das habe ich mir bei meiner Forschung schwer getan, da habe ich selber gemerkt, nur zu sagen, wert mir das aus, ist ein bisschen zu, fanden jetzt meine Dozenten nicht so gut, einfach mal nur zu sagen, werte aus, sondern da habe ich für mich auch gemerkt, da fehlt mir auch das Wissen, wie baue ich das Schritt für Schritt auf. Und kann ich aber nicht immer sagen, ich bin der und ich brauche jetzt Informationen ja, zu finden, genau. Die Ergebnisse, die ich brauche. Auch zu sagen, wie würdest du vorgehen, Ebene, ja. Welche Flecken habe ich, welche Infos fehlen dir, ja. Aber du weißt ja nie, ob es dann stimmt. Ja. Ich gar nicht auf- Danke euch. Ja. Danke online.